to wake up. Ja, ein Hallo aus der Kreisbücherei Pfaffenhofen. Heute war die erste Veranstaltung der Brezenrunde. Die Brezenrunde ist ein offenes, freies Format, wo regionale Autoren lesen aus der Silbenschmiede. Die haben ein ganz breites Angebot von Krimi über Lyrik, Prosa. Die Silbenschmiede sind ursprünglich aus Schreibkursen hervorgegangen. Da wollte ich die Leute noch ein bisschen zusammenhalten und ihnen die Gelegenheit geben, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu befruchten. In der Zwischenzeit haben wir neue Leute gewonnen und wollen die Literaturszene hier im Landkreis den Leuten präsentieren. Drum sind wir hier auch in der Kreisbücherei und haben das Brezenfrühstück mit initiiert, damit die Literatur, die hier im Landkreis entsteht, auch zu den Hörern und Lesern findet. Ja, warum schreibe ich? Ich habe schon vor über 40 Jahren angefangen zum Schreiben. Zunächst einmal Gstanzl und dann auch ein paar kleine Märchen. Habe das dann zeitlang liegen lassen und im Alter von fast 50 Jahren war ich mal auf dem Hurgarten und da hat eine Frau Gedichte vortragen und ich habe mir gedacht, was die macht, kann ich auch. Schreiben tue ich ausschließlich bayerisch. Bei den Märchen habe ich eine Ausnahme gemacht, die habe ich bayerisch geschrieben und dann in Schriftdeutsch übersetzt. Also das sind im Buch links und rechts nebeneinander, links bayerisch, rechts Schriftdeutsch. Rote Spinne, das ist ein Hopfenschädling, einer der ganz, ganz schlimmen. Vor langer, langer Zeit hat es in der Holledau Zauberer und Zauberinnen gegeben. Die meisten von denen sind brave Zauberer gewesen, die Leute nicht getratzt haben. Aber eine böse Zauberin hat es einmal gegeben, die den Spitznamen die Rote Spinne gehabt hat. Die Bauern haben ganz schön leiden müssen unter der roten Spinne. Irgendwann hat der Zauberermeister das nicht mehr mit anschauen können und hat zu ihr gesagt, wenn es mit seinen Tratzereien nicht aufhört, dann verzaubert er sie, dass nichts mehr anstehen kann und seine Zauberkraft nimmt er ihr auch. Die rote Spinne hat sich aber nichts geschissen um das, was der Zauberermeister gesagt hat und hat die Leute weiter tratzt. Jetzt ist dem Zauberermeister aber zu blöd geworden und er hat sie in eine rote Spinne verzaubert, weil sie ja sowieso schon den Spitznamen Rote Spinne gehabt hat. Und seine Zauberkraft hat er ihr auch genommen. Jetzt hat die Rote Spinne eine seichtene Wut gehabt und nachdenkt, was sie da kann, dass die Bauern weiter tratzen kann und ihnen einen gescheiten Schon bringen kann. Da ist sie drauf gekommen, dass sie am Hopfer, dem Wichtigsten, was sie in der Holledau gegeben hat, gescheit schon kann. Sie ist in den ersten Hopfergarten reingegangen und hat mit seiner frechen Goschen den Saft aus den Hopfertrollen und aus den Plattel rausgesutzelt, sodass die Trollen und die Plattel nicht mehr grün gewesen sind, sondern rostbraun geworden sind. Und das braune Zeug hat kein Bauer mehr verkaufen können. Sie hat sich auch noch vermehrt und einen Haufen kleine rote Spinnen in die Weg gesetzt, die dann auch die Hopfertrollen und die Hopferplattel an Saft ausgesutzelt haben. Der Zauberermeister war fuchsteufelswild, weil die rote Spinne einen Sechtern schon angekriegt hat, aber er hat nichts machen können. Die rote Spinne hat im Hopfer einfach furchtbaren Schaum gekriegt. Die Bauern haben dann alle möglichen Kräutermischungen zusammengebraut und über den Hopfer gegossen, bloß geholfen hat das am Anfang noch nichts. Erst nach einer Zeit hat einer eine Mischung gehabt, an der der größte Teil von den roten Spinnen eingegangen sind. Aber leider nicht alles an. Und so ist die rote Spinne weiterhin der größte und schlimmste Schädling vom Hopfer blind. Andere in einem Alter sammeln vielleicht noch Briefmarken, reihen irgendwelche Perlen auf Schnüre auf und ihr reiht Silben auf. Was ist denn der Beweggrund? Warum machst du das? Ja, der Beweggrund ist, dass man eben versucht, nicht nur den Inhalt irgendwie zu vermitteln, wie es in Geschichten ist, wie man es immer wieder liest, in normalen Gesprächen hat, sondern dass man versucht, irgendwie die Schönheit der Sprache zu erfassen mit irgendeinem Thema, was einem gerade in den Sinn kommt. Man versucht mit den Wörtern, mit den Konstruktionen, mit dem, was man in der Schule als Stilmittel verschimpft, das Ganze irgendwie schöner auszudrücken, als man es normal im Alltag tun würde. Und deswegen dann eben Gedichte und Poetry Slams und nicht mehr nur diese ganz normalen Geschichten, die viel mehr in den Alltag reingehen, sondern was Besonderes, eine besondere Art von Sprache. Alternativ.
in der Hektik des Alltags vergessen zu können, was Zeit ist, ist möglich. Was Freizeit ist, leider auch. In der Hektik der Schule vergessen zu können, was Lernen ist, ist möglich. Was Wissen ist, leider auch. In der Hektik des Berufs vergessen zu können, was Leistung ist, ist möglich. Was Freundschaft ist, leider auch. In der heutigen Welt vergessen zu können, was Geld ist, ist möglich. Was Solidarität ist, sowieso. Und so ist es, wie es ist, dass wir täglich vergessen, wie wir eigentlich sind, als Menschen und nicht nur als Schüler, als Arbeiter, als leistende Wesen, aber nicht mehr als Menschen. Ich schreibe, weil ich Geschichten erzählen will und ich mir schon immer Geschichten ausgedacht hatte und irgendwann dachte ich mir so, ja, eigentlich könnte ich die doch mal vielleicht aufschreiben, weil das dann irgendwie, dann bekommt man so ein richtiges Bild davon im Kopf und das ist nicht mehr alles so vage und es hat mir dann auch richtig gefallen, so mit den Wörtern zu spielen und mit der Sprache und welches Wort benutze ich, damit das so rüberkommt und mit welchen Sachen mache ich dann ein bisschen das Ganze spannender und so. Und dann natürlich auch das Vortragen. Ich habe hier jetzt eine sehr komische Geschichte. Die habe ich ursprünglich für einen Wettbewerb geschrieben. Da hieß es, man sollte über Krieg schreiben und mir ist absolut nichts eingefallen. Und am Ende ist dann dabei rausgekommen, dass ein Pinguin und ein Eisbär sich unterhalten. Das ist ziemlich Dialog. Also werde ich vielleicht nicht immer dazu sagen, wer was spricht, aber das sollte man erkennen. Ja, im Krieg, sagte der Pinguin. Gegen wen? Fragte der Eisbär. Gegen die Menschen, antwortete der Pinguin. Wieso? Fragte der Eisbär. Na, weil die uns die Fische klauen, antwortete der Pinguin. Machte der Eisbär. Was? Darüber muss ich nachdenken. Sie standen. Du, sagte der Eisbär. Ja, fragte der Pinguin. Ich habe Hunger, antwortete der Eisbär. Der Pinguin klatschte sich mit der Flosse gegen den Kopf. Der Eisbär trottete davon. Hey, schrie der Pinguin und lief ihm nach. Wo willst du denn hin? Zum Schiff. Welches Schiff? Fragte der Pinguin. Na das, antwortete der Eisbär und nickte in Richtung Schnee. Da lag ein großes, hässliches Metallteil. Ach so, sagte der Pinguin und folgte dem Eisbären zum Eingang. Sie fanden tiefgefrorenes Grünzeug in einer Kiste, auf der Cannabis stand. Aber da sie beide nicht lesen konnten, wussten sie nicht, was das ist. 2 Stunden später. Wir haben Krieg, schrie der Pinguin. Nee, Mann, wir haben Frieden, antwortete der Eisbär. Krieg, Krieg gegen die Menschen, schrie der Pinguin. Nee, ich sag, wir haben keinen Krieg. Gewalt ist blöd, sagte der Eisbär. Ah, die Menschen klauen uns die Fische, schrie der Pinguin. Ja, aber nur, weil die das nicht besser wissen. Du kannst denen ja nicht zur Last legen, dass die so doof sind. Die checken ja nicht mal, dass wir schlauer sind als die. Du kannst doch nicht von Leuten, die Donald Trump als Präsidenten aufstellen wollen, erwarten, dass sie sich im Supermarkt überlegen, ob sie nachhaltig gefangenen Fisch kaufen oder den Massenfischereifisch, antwortete der Eisbär. Ja, aber deshalb müssen sie ja nicht die Fische klauen. Die essen doch sogar Wurst. Das ist so eklig. Wozu brauchen die da noch einen Fisch? Ich sage, wir greifen an, sagte der Pinguin. Nee, lass sie doch einfach in Ruhe. Die tun uns nichts und wir machen denen nichts und so einfach ist das, antwortete der Eisbär. Aber die tun doch was, die klauen uns doch die Fische, schrie der Pinguin. Und du, fragte der Eisbär. Ja, fragte der Pinguin. Sind wir eigentlich am Nord- oder am Südpol, fragte der Eisbär. Der Pinguin wusste das nicht. Und du, fragte der Eisbär. Ja, fragte der Pinguin. Wie ist denn das eigentlich mit der Klimaerwärmung? Ja, daran sind auch die Menschen schuld. Wir sollten, nee, Mann, nicht schon wieder Krieg, unterbrach der Eisbär. Der Pinguin schwieg. Der Eisbär schwieg. Es wurde wärmer. Hast du einen fahren lassen? Fragte der Pinguin. Nee, antwortete der Eisbär. Summer is coming, schrie der Pinguin entsetzt. Der Eisbär fraß das letzte Grünzeug. Das macht mich fertig, sagte der Pinguin. Ja, du mich auch, antwortete der Eisbär. Dieses ständige Ungleichgewicht. Immer haben die Menschen die Oberhand. Die wissen nicht mal, was wir Krieg führen. Das ist eine asymmetrische Kriegsführung. Und weißt du warum, fragte der Pinguin. Nee, antwortete der Eisbär. Frag warum, schrie der Pinguin. Nee, antwortete der Eisbär. Wegen den Daumen, schrie der Pinguin und fing an zu schluchzen. Ei, ei, machte der Eisbär unbeholfen. Der Pinguin robbte aus dem Metallkasten und stand auf einer Eisscholle, die im Meer trieb. Das gibt Krieg, schrie der Pinguin. So, Kinder, sagt der Lehrer Meier, jetzt lernt ihr am Buchstab ihr ein Neuer.
heute wird der Buchstabe X durchgenommen. Recht oft tut der ja nicht vorkommen. Meist braucht man das X zum Lotto spielen und auch zum Formular ausfüllen. Nicht oft kommt das X in Wörter vor, es ist viel seltener wie ein O. Jetzt bringt es Beispiele, aber fix und sagt es mir Wörter mit einem X. Die Kinder sind Feuer und Flamme und nennen ihm gleich ein paar Namen. Unser Hofhund, der heißt Rex und Nachbarin, das ist ein Hex. Im Holz draußen, da hole ich Dachsen und heimdrang tue ich es in ein Kraxen. Ein Vetter von mir, der heißt Maxl, sein Lieblingsessen sind Schweinshaxl. Mein großer Bruder, der heißt Xari, ja und sein Schicksen, die heißt Mari. Mit wahrher Lehrer eine Schicks, die schreibt man hinten schon mit X. Der kleine Karl, der sagt sich fix ein Wort mit X, da weiß ich nix. Herr Lehrer, sagt der kleine Michael, mit X, da gibt's auch ganz viel Viecherl. Ich kenne einen Lachs und auch einen Luchs, dann noch einen Dachs und auch einen Fuchs. Daheim, da haben wir einen Ochs, der steht im Stall in einer Box. Halt, sagt der Lehrer, so geht's nicht. Nicht alles wird X geschrieben, wo man es spricht. Doch Kinder kennen jetzt keinen Halt. Gigantisch, was denen einfällt. Gesindel, Gesicht und Gesangsverein, gesoffen, gesungen und so schneien, Irksenschmalz und Hähnerhaxen, Bixen, Gesicht und Kleingewachsen, Volksbank, Volkstanz, Volksmusik, ausgesagt, gesehen und Sachsen, die, gesalzen, gesund, gesucht, gesagt und links, Bäcker, Gesell und Chicken Wings, gesotten, gesammelt, gesagt und Pax, durchgesiebt, Gesellschaft, Kerzenwachs. 3 Wochen habe ich gebraucht, bis ich die ganzen Wörter zusammengesucht habe. Auf einmal sagt der kleine Fritz, ich kenne ein Wort mit scharfen X. Nein, ein Bub von einem scharfen X, sagt der Lehrer, weiß ich nix. Doch, sagt der Fritz, so tut man es nennen, wenn 2 X nebeneinander stehen. Da gibt es bloß ein Wort, Gott sei Dank, und das Wort, das ist der Volksgesang. Da seht ihr einmal, liebe Leute, was die Rechtschreibreform alles so steht, die macht keinen Halt, vernärmt und nix, nicht einmal vor einem scharfen X. Ich weiß nicht, wer das Buch oder den Film kennt, Der Club der Toten Dichter. Da gibt es eine Szene da drin, wo ein Schüler, wie alle anderen Schüler an dem Tag, ein Gedicht schreiben sollte zu Hause, aber sich als einziger Schüler nicht getraut hat, ein Gedicht zu schreiben, weil er weiß, er kann es nicht vorlesen, weil er weiß, er kann sich nicht vor die Klasse stellen und irgendwas reden. Der Lehrer, in dem es ja groß davon im Film geht, um die Gedichte, nimmt ihn dann, stellt ihn vor an die Tafel und lässt ihn erstmal laut schreien, was er erst nach dem 5. Anlauf schafft. Und dann zeigt er ihm ein Bild an der Wand oben von dem Dichter Walt Whitman und versucht in ihm Assoziationen hervorzurufen zu diesem einen Bild. Ich habe das Bild jetzt auch dabei, leider in ein bisschen schlechterer Qualität durch unseren Drucker, in leichtem Grünton. Aber um diesen Mann ging es dann und hat dann versucht, zu diesem Mann eine Geschichte zu erzählen und hat angefangen, dass er diesen Mann als Verrückten bezeichnet, mit einem Kuchenzahn. Ich habe mir das Ganze dann auch überlegt, mir gedacht, könnte ich ja auch mal machen, zu diesem Mann ein Gedicht schreiben, was ich in dem Mann sehe. Und das ist dann das Gedicht dazu. Ich sehe keinen Verrückten. Ich sehe einen Mann mit Bart, einen Forscher, einen Wissenschaftler vor dem Herrn, der die Natur und die Tiere erkundet, versucht sie alle zu verstehen. Ich sehe sein Hemd, sein weißes Hemd, sehe einen Doktor in ihm, den Magister der Medizin, der Virtuos, die Fläschlein und Ampullen mit Wundermitteln befüllt. Das Leben in fast tote Körper einhaucht wie ein großer Gott, sich erhebt über die Grenzen des Lebens und schuftet für Seele um Seele. Für jede, die er zu retten vermag, ist ein Künstler des Rettens, des Bewahrens vor unserem Tod. Sie in hier und heute, jetzt vor mir stehen, wie er mich und uns alle bewahrt. Ich sehe seinen Bart, die schmutzigen Flecken auf seinen Wangen, sehe einen Arbeiter, einen Schürfer in ihm, wie er mit Hacke und Schaufel und Bohrer tief in den Berg eindringt, mit Manneskraft und purem Glück Stück für Stück den Berg in Zweier rückt und Gold und Silber, alles das, in kleinsten Mengen zu uns nach oben schafft und uns erquickt mit Schimmer und Glanz und Silber stirbt im ewigen Tanz nach dem Suchen, nach den Flößen, nach Minen und Glimmer. Ich sehe die Augen, wie sie hell und klar in die Ferne ins Ungewisse blicken, die Zukunft mit den ruhenden Augen aus der Deckung locken, versuche noch nicht Geschehenes zu erkennen, zu erahnen, was sein wird und was nicht, die Schemen des Ungewissen zu durchdringen, das Nichtwissbare endlich zu wissen. Ich sehe die Stirn, wie er sie in Falten legt,
fast wie ein Buch aus alten Zeiten, das aufgeschlagen und nie wieder geschlossen offen liegt im Laufe der Zeit. Sich selbst begierig weiterschreibt, wie in diesen vier Falten das Wesen dieses einen Menschen verborgen liegt. Wie er einsam war, wie er glücklich war, ein Leben geführt hat ohnesgleichen, geliebt hat, geweint hat, gelebt hat. Ein Leben, das in jedem Moment in diesen vier Falten zu sehen ist. Seine Geburt, die Kindheit, das Leben, der Tod. All dies können wir sehen, wenn wir den Menschen in ihm erblicken. Den Menschen, wie er ohnegleichen einfach nur lebt. Und wir sind schon wieder hier. Schon wieder in demselben Bungalow, auf derselben Anlage. Und letztes Jahr war es auch schon so. Und für nächstes Jahr gibt es auch keine Frage danach, wo wir hinfahren. Denn wir sind ja schon hier. Und dann gehen wir an den gleichen Pool mit denselben Liegen und denselben orange-weißen Sonnenschirmen. Und im Hintergrund die gleichen Viecher mit demselben Geräusch, zirp, 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 die sich auf denselben Bäumen türmen. Und darunter die gleiche Ameisenkolonie wie letztes Jahr, obwohl letztes Jahr waren vielleicht noch nicht ganz so viele da. Und am Abend gehen wir essen. Im Restaurant neben der Poolbar. Und dieselben Kellner, die es vor 3 Jahren schon gab, die sind in diesem Jahr auch wieder da. Du bestellst die Nudeln, die du immer schon hattest, ich bekomme die Pizza, die ich immer schon mochte. Danach gehen wir nach oben in dieselben alten Zimmer und die Lüftung nervt mich, wenn ich schlafe, so wie immer. Am Morgen wache ich auf, weil es zu stickig ist. Ich habe die Lüftung ausgemacht, weil es in der Nacht zu laut war. Und ich bemerke, dass du auch schon aufgestanden bist, denn dein Fuß ist nicht mehr da, wo er die ganze Nacht lang lag. Auf meinem Bauch. Beim Frühstück wird beschlossen, heute an den Strand zu fahren, wo wir schon immer waren und schon immer kleine Quallen sind. Das trübe Wasser ist noch da, die kleinen Quallen auch. Und ganz genau wie letztes Jahr heizt uns die Sonne auf. Beim Rückweg bin ich leise und höre die meiste Zeit Musik. Ich starre aus dem Fenster und träume während diesem einen Lied von Norwegen oder Finnland oder irgendwo anders, wo was los ist und ich los kann, denn alles ist besser als das. Als wir da sind, lächelst du und sagst, nächstes Jahr wieder. Ich sage nichts und bleibe stehen. Und da ist der Bungalow vor mir und wir sind schon wieder hier. Herbst in der Rolle da. Vorbei ist jetzt der heiße Sommer, der Herbst, der ist in Front jetzt gekommen. Das Laub verfärbt sich gelb und braun und auch die Blärme hinterm Zaun, die sind verwelkt und werden abgeschnitten, bloß ein paar Streicher sind noch grün. Auch die Hopfergarten sind ganz leer und stehen ja ganz gespenstisch da. Die Hopfer sind uns drahtgeflecht, die schauen jetzt aus wie ein Skelett. Verlassen stehen es umeinander im Holledauer Hügelland. Und ganz gespenstisch schaut es dann aus, ziehen Knebe auf um Hof und Haus und wickeln wir mit Engelshaar die Holledau ein ganz und gar. Und in der Nebelsuppen warten aufs Frühjahr starrt die Hopfergarten. Ein kleines Herbstgedicht mit ziemlich vielen Ws. Wolken wandern eilig weiter, Trauben werden prall und rund. Unterm Himmel weiß und blau werden Wälder wunderbunt. Wieder wehen wilde Winde, zausen Wolken, bis sie fransen, wuscheln wüst in Schäfchens Wolle, welkes Laub will Walzer tanzen. Wilde Drachen wollen steigen, spür die letzte Wucht der Sonne, lass im Haar die Winde wehen, genieß den Herbst und seine Wonne. Wabern Nebel zwischen Hecken, siehst du Feen sich verstecken? Bist du für den Herbst bereit? Genieße diese Zauberzeit. In diesem Sinne, genießen Sie den Herbst, genießen Sie den literarischen Herbst und genießen Sie diese Veranstaltung.